Hallo allerseits und herzlich willkommen zu der Rezension eines Buches, dessen Autorin ich bald interviewen darf. Ich möchte euch heute Pretty Teenagers Wir, die wir jung sind, vorstellen. Das Buch ist ein großer Familienepos, der seine Inspiration unter anderem in King Lear und noch einigen weiteren Werken, aber eben hauptsächlich diesen, hat. Und es geht darum, dass der Gründer einer großen indischen Company, die einfach nur Company heißt, eben jetzt sehr alt geworden ist und es an der Zeit ist, den Nachfolger zu bestimmen. Oder die Nachfolgerin. Aber das ist zum einen eine Generationenfrage, wie das Unternehmen jetzt weitergeführt werden soll, aber auch eine Geschlechterfrage. Es gibt mehrere Anwärter auf die Nachfolge. Da wären einmal die drei Töchter des Unternehmers, Gagi, Radha und Sita. Gagi ist die Älteste. Sie ist klug und vernünftig. Zwar verheiratet, aber jetzt auch nicht die größte, begehrenswerteste Schönheit. Ihr Mann ist, naja, also es ist keine Liebeshochzeit gewesen, mehr so ein arrangiertes Ding. Und so unfassbar glücklich ist sie in der Ehe nicht, aber sie weiß, wie sie sich benehmen muss. Und sie ist auch mit viel Leidenschaft dabei. Sie verfolgt das Ganze so und hat sich immer um alle gekümmert. Sie wäre also eigentlich eine ganz gute Kandidatin für die Nachfolge. Aber sie hat ja noch ihre beiden Schwestern. Da wäre dann Radha, die mittlere. Die ist eher schön als klug. Auch verheiratet, kriegt aber keine Kinder, genau wie ihre ältere Schwester. In dem Fall aber eher, weil sie vielleicht keine Kinder kriegen kann, das weiß man nicht so ganz. Aber wie gesagt, ganz so clever ist sie nicht. Und dann gibt es noch die jüngste, Sita, die so ein bisschen der Liebling des Vaters ist und die aber verschwunden ist. Niemand weiß, wo sie ist, was sie tut. Und im Prinzip schwebt der Schatten von Sita eigentlich über der gesamten Erzählung. Das wären die drei leiblichen Kinder. Dann gibt es aber auch noch sozusagen den Stellvertreter des Company-Chefs, der wiederum einen ehelichen und einen unehelichen Sohn hat. Der uneheliche Sohn kehrt am Anfang des Buches aus Amerika zurück, wo er die letzten 10 Jahre mit seiner Mutter gelebt hat. Wir erleben die Geschichte insgesamt aus den Perspektiven aller 5 gerade aufgezählten Kinder und aus der Perspektive von Bapuji, also dem Vater der drei Töchter. Und so erfahren wir nach und nach, wie sich die ganze Geschichte von Jeevans Rückkehr aus Amerika hin zu einem extrem dramatischen Finale entwickelt. Und es ist einfach so, dass die drei Töchter natürlich ihr Bestes geben, sofern sie überhaupt anwesend sind. Die Jungs machen erstmal gar nicht so den Eindruck, als ob sie groß die Ansprüche hätten oder irgendwas durchsetzen wollen. Naja, mit der Zeit entwickelt sich das Ganze ziemlich verrückt, würde ich sagen. Also es entstehen verschiedene Parteien und es drängt sich dann zu, dass Bapuji eben gegen seine eigenen Kinder vorgeht, dass er eben alles, was mit Korruption und Missachtung von Menschenrechten und so weiter zu tun hat, worauf diese Firma einfach gegründet ist, dann ohne Bestechung und so weiter wären die niemals so groß geworden, seinen Töchtern, vor allem seiner Ältesten, in die Schuhe schiebt, während der eine Sohn, der eheliche Sohn, Jeet heißt er, verschwindet und dann irgendwie als so ein Geistlicher in irgendeinem Slum für eine Weile lebt, später dann aber zurückkehrt. Und es stellt sich dann letztlich die Frage, wer eben die Nachfolge antreten wird, welche Opfer dafür gebracht werden müssen oder ob Bapuji es vorher schafft, die Company und ihren Ruf so dermaßen zu ruinieren, dass sie einfach mit ihm zugrunde gehen wird. So, ich weiß, ich habe euch jetzt hauptsächlich die Familienkonstellation erklärt und weniger die Handlung oder diese zumindest nur sehr grob, aber ich denke, dass das auch alles sehr schwer zusammenzufassen ist, weil es relativ komplex ist und einfach sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich euch aber auch nicht zu sehr spoilern wollte, weil die einzelnen Perspektiven relativ lang sind. Das Buch ist sehr fett und deswegen nehmen die einzelnen Perspektiven mehr so um die 100 Seiten jeweils ein, sodass es dann doch passiert, dass man mit einer einzigen Perspektive schon relativ viel Handlung hat. Ich würde aber sagen, auch nachdem ich die Figuren kennengelernt habe, kenne ich sie nicht. Vielleicht habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass ich was nicht mitbekommen habe, weil das Buch zwar im Original auf Englisch geschrieben wurde und ich jetzt natürlich die deutsche Übersetzung gelesen habe, ist aber auch in dieser Fassung viele Sätze oder zumindest Satzteile gibt, die auf Hindi sind. Diese verstehe ich nicht und obwohl es hinten einen Anhang gibt, so eine 2-3-seitige Liste mit Übersetzungen aus dem Hindi ins Deutsche, reicht das bei weitem nicht aus, um alle Sätze zu verstehen, um alles sich zu erschließen, selbst wenn man jedes Mal nachguckt. Und ich habe wirklich fast jedes Mal nachgeschlagen in der Hoffnung, einen Hinweis darauf zu finden, weil ich schon manchmal das Gefühl hatte, dass in diesen Hindi-Sätzen wichtige Informationen für die Handlung versteckt waren.
Am Ende kann ich es natürlich nicht beurteilen, weil ich es, wie gesagt, nicht verstanden habe. Aber das fand ich halt doch schwierig. Also ich fand es grundsätzlich eine sehr spannende Geschichte. Ich fand das sehr krass, wie dramatisch das am Ende alles geworden ist. Und diesen ganzen Dreck zu sehen, wie der dann hochgeschleudert wird. Weil am Anfang denkt man noch, dass das vielleicht tatsächlich ein irgendwie ehrbares Unternehmen ist. Mit der Zeit lernt man aber eben, wie viel Korruption und Bestechung und alles Mögliche eben diese Firma mit begründet hat, wie verdorben manche Leute sind, wie grausam und wie egoistisch, und all das erfährt man halt eben erst mit der Zeit. Ich fand es total spannend, diese verschiedenen Perspektiven zu haben, die meistens recht unterschiedlich waren. Also inhaltlich waren die alle sehr verschieden, sprachlich haben die sich eher in so Feinheiten unterschieden, wie bestimmte Worte geschrieben wurden, also es waren wirklich mehr so Nuancen, die unterschiedlich waren. Das fand ich, hätte man vielleicht noch stärker ausprägen können, aber jeder, wie er möchte. Und ja, also dieses Buch ist natürlich sehr sozial- und politikkritisch. Also es wird auf den Kaschmir-Konflikt eingegangen, mit dem ich mich jetzt nicht gut auskenne. Ich weiß nur, dass es ihn gibt, so ungefähr. Es wird eben auf die ganze Gesetzlosigkeit eingegangen. Religion spielt eher so eine sekundäre Rolle in dem Ganzen. Natürlich kommt das zwischendurch mal so ein bisschen zum Tragen, weil es einfach zur Kultur dazugehört. Trotzdem nimmt es jetzt keine wahnsinnige Rolle ein. Die Geschlechtersachen, also das hat sich gerade zum Ende hin sehr gezeigt, wo Bapuji so ein bisschen, man weiß jetzt nicht, ob er wahnsinnig geworden ist oder ob er am Ende wirklich noch klar im Kopf war, wo er auf jeden Fall angefangen hat, total schlecht über seine Töchter und insbesondere die Ältere zu reden und dann sie für alles beschuldigt hat, und dann hätte er halt auch irgendwelche Reden, in denen er sagt, dass alle Frauen quasi so falsche Schlangen sind. Der Geschlechterkampf in diesem Buch wird also recht deutlich, und das fand ich wirklich krass teilweise. Also das Buch liest sich auch nicht einfach so. Ich habe schon Bücher über Astrophysik quasi nebenbei gelesen. Aber dieses Buch, dafür muss man sich wirklich Zeit nehmen. Das wird man auch nicht schnell lesen können. Nicht, weil es unfassbar kompliziert geschrieben wäre. Auch nicht dadurch, dass einen das Hindi so auffällt. Sondern einfach, weil es quasi ein Kampf ist, dieses Buch zu lesen. Also nicht, dass ihr glaubt, dass es jetzt unfassbar anstrengend wäre, dieses Buch zu lesen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es ist eben keine leichte Lektüre, weder inhaltlich noch sonst irgendwie. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich ziemlich gut fand. Ich weiß noch nicht ganz, was ich vom Cover halten soll. Ich kann leider auch nicht beurteilen, wie sich das mit King Lear jetzt verhält. Aber ihr könnt euch mal ein paar Interviews mit der Autorin durchlesen, dann kriegt ihr eigentlich eine ganz gute Vorstellung davon, inwiefern sie sich eben auf Shakespeare gestützt hat. Ich bin wirklich, wirklich unschlüssig, wie ich dieses Buch bewerten soll. Also, es hat großartige Themen, es hat sehr krasse Figuren, die sehr unterschiedlich sind, die sich alle ziemlich weiterentwickeln mit der Zeit. Ich fand es toll, dass man ein bisschen was über die ganzen Figuren erfahren hat und auch über die Hintergründe. Irgendwann war ich aber manchmal schon so ein bisschen verwirrt, wer jetzt genau was gemacht hat, weil sehr, sehr viel in diesem Buch nicht über direkte, klare Ansagen geschehen ist, sondern viel angedeutet wurde. Also das heißt, es gab eine Stelle, da ist jemand aus dem Fenster gesprungen und dann stand da, XY machte einen Schritt in die Luft. Das muss man sich dann als lesende Person zusammenreimen, was da passiert ist. Aktives Mitdenken ist also dringend gefordert. Und das macht dieses Buch halt auch doch eher anspruchsvoll. Trotzdem hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich definitiv begeistert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Interview mit der Autorin wird. Ich bin mir sicher, dass sie viele kluge Sachen zu sagen haben wird. Ich hoffe, dass ich auch viele kluge Sachen zu sagen haben werde. Und hoffe, dass euch diese Rezension jetzt gefallen hat, dass sie euch neugierig auf dieses Buch gemacht hat. Ich traue mich kaum, es zu bewerten, aber es kriegt von mir den silbergoldenen Bücherengel. Einfach, weil ich es manchmal zu unverständlich fand, durch das Hindi, was nicht übersetzt wurde, dadurch, dass so viel einfach wirklich nur angedeutet wurde, ist manchmal auch mit den Figuren so ein bisschen schwierig war zu verstehen, wer jetzt genau was gemacht hat. Vielleicht liegt es aber auch einfach an meinem eigenen Unverständnis und nicht an dem Buch. Das kann ich an dieser Stelle nicht ausschließen. Trotzdem silbergoldener Bücherengel. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Schreibt mir mal definitiv eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin jetzt sehr gespannt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!